So. Ein Salamander-Bandit. Der klaut nämlich Salamander. Ja, wie gesagt, am Anfang noch sehr unspektakulär das Kampfsystem. Schön in die Ecke treiben. Dann. Wisst ihr was? Mir reicht's. Verdammt. Jetzt zu dir, Bogenfuzzi. Deinem kleinen Pixelfeil da, oder was? Immer diese leeren Versprechungen. Nein, da wollen wir ja noch nicht rein. Erstmal müssen wir da ja runter. Scheint mir gerade die Sonne so dermaßen auf dem Bildschirm, ich sehe hier fast nichts mehr. Also wundert euch nicht, wenn ich hier gerade ein bisschen planlos rumlaufe. Ich ahne einen Gegner. Ja, genau. Die hätten dem mal ein paar mehr Sätze geben sollen. Haucht ihr mir einfach in den Rücken? Das Schwein! Friss meinen Schwert, du dumme Sau! Komm her! Ja. Linksklick auf die Winde, um das Tor zu öffnen. Da ist die Winde. Voll erwischt. Und der ist gestolpert. Ja, also die Toneffekte in diesem Spiel sind jetzt nicht ganz so eindrucksvoll. Verdammt, Geralt. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine, das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Triss könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder? Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Triss, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savola etwas Neues einfällt.
So, jetzt noch schön ein eingießen. Und ab geht die Party. Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg, ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. Ja, sehr interessant, das sehe ich natürlich genauso. Aber was viel wichtiger ist, wo seid ihr, ihr Unholde? Ha, da ist der Erste. Friss mein Schwert! Nee, so viele möchte ich nicht. Dich um deinen eigenen. Ach, wie niedlich. Treppe führt zum Laboratorium. Folgt mir. Genau da wollen wir doch hin. Das Hexerlabor. Die Energie, die ihr dem Kreis der Elemente entzogen habt, reicht sie, um die Hexe aufzuhalten? Ihr zittert ja, dabei hattet ihr euch doch beschwert, dass der Voller keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte. Jagt euch der Anblick eines einzelnen Hexers des Weißen Wolfs persönlich Angst ein. Dieser Mann, der im Übrigen als tot galt, ist ein berüchtigter Mörder, aber ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück. Kommt schon, Professor. Wir brauchen mehr Zeit. Ich beherrsche die Macht des Kreises der Elemente. Sie sind keine Gefahr. Zurück an die Arbeit. Die Mutagene müssen in 15 Minuten für den Teleport bereit sein. Die Hexer werden uns nicht belästigen. Der Weg ist versperrt. Die Treppe ist blockiert. Die magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt, macht oben den Weg frei. Nutzt ein Zeichen. Ein Zeichen? Das Art. Ich kann es nicht mehr wirken, seit ich mir beim Training die Finger gebrochen habe. Wirkt das Art auf den Schutt? Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente. Eine Quelle der Macht. Ihr müsst versuchen, das Art zu erlernen. In Ordnung. Das ist natürlich auch zu leicht gewesen. Kreis der flüsternden Steine. Mal gucken, was die mir zu sagen haben. Hattet ihr Erfolg? Das werden wir gleich wissen. Ich wusste, es würde klappen. Gehen wir zurück, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Jetzt probieren wir das mal aus. Oh, ja, der Erfolg ist durchschlagend. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas.
Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ihr dummen Kinder, wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Trish, mein Kind, es schien nicht wichtig. Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann, mitsamt eurer Ausrüstung. Gut, wir haben einen Fehler gemacht, aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold. Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert, hört auf, Triss zu ärgern. Er weiß dir etwas Respekt. Triss, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savolla. Und ihr, Geralt? Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. Dim, 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 dim. Ja, ne? Triss hat einfach die schönere Oberweite. In diesem das Fall. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Ich auch. Damit wäre das entschieden. Eskel und Lambert bleiben bei mir. Savolla hat gerade einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor. Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Schnell, verteidigt das Labor. Das könnte ein harter Kampf werden, Geralt. Nehmt diesen Trank. Die Hexer nennen ihn Waldkauz. Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. Ja, das kann ja noch eiter werden hier. Keinen Schritt weiter, Weißer. Ich werde einen mächtigen Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Er blufft. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Im Moment reicht es gerade noch für magische Lichtspielereien. Gut. Wir kümmern uns um ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Jetzt sterbt euch die Energie. Jetzt zu dir, Bogen, Fuzzi. Ich schlag euch tot wie ein Hund. Ja. Mit deinem kleinen Pixelfeil da, oder was? Immer diese leeren Versprechungen. Da wollen wir ja noch nicht rein. Ja. Linksklick auf die Winde, um das Tor zu öffnen. Da ist die Winde. Oh! Hat's voll erwischt. Und der ist gestolpert. Also die Toneffekte in diesem Spiel sind jetzt nicht ganz so eindrucksvoll. Verdammt, Geralt.
Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine, das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Triss könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht. So. Ein Salamander-Bandit. Der klaut nämlich Salamander. Ja, wie gesagt, am Anfang noch sehr unspektakulär das Kampfsystem. Schön in die Ecke treiben. Dann. Wisst ihr was? Mir reicht's. Verdammt. Erstmal müssen wir da ja runter. Dann scheint mir gerade die Sonne so dermaßen auf dem Bildschirm. Ich sehe hier fast nichts mehr. Also wundert euch nicht, wenn ich hier gerade ein bisschen planlos rumlaufe. Ich ahne einen Gegner. Ja, genau. Die hätten dem mal ein paar mehr Sätze geben sollen. Haucht ihr mir einfach in den Rücken? Das Schwein! Friss meinen Schwert, du dumme Sau! Komm her!